Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO-Video. Gleich kommt ein Overwatch, aber zuallererst möchte ich euch noch geschwind sagen, dass jetzt Livestream ist. Also ab 18 Uhr ist heute wieder Livestream und es gibt folgende Dinge. Zuallererst, ganz groß, gibt es dieses Knife für alle. Das wird einen Monat lang laufen. Dazu braucht ihr einfach den Stream zu schauen, also anzuhaben und die Stream-Währung, unsere Bubble-Dollar, zu sammeln. Und schon könnt ihr nach einem Monat beim Giveaway mit dabei sein. Das wird 1500 Bubble Dollar kosten. Wenn ihr bei jedem Stream dabei seid, müsstet ihr ein bisschen was über 2000 haben. Das heißt, der Puffer ist am Stiesel. Das ist eine Sache. Und speziell heute im Livestream gibt es folgende Geschichten. Einmal die Fuel Injector, auf die ich noch keine Kills gemacht habe. Und zwar diese hier. Ja, auch für alle. Alles, was ich gerade aufzähle, ist für alle Mann. Und auch alle Damen. Ja. Dann gibt es noch die Modest Threat. Das ist auch unser Blue Skin für heute. Ich denke, jeder, der in den Streams ist, weiß, es gibt in jedem Livestream immer vier Sachen, die grundsätzlich weggehen. Einmal ein Blue Skin, so wie das hier. Dann einmal ein etwas schickerer Skin, ja, wie eben die Fuel Injector. Und dann noch ein Sticker. Und zwar habe ich dafür heute den Manticore ausgesucht. Und irgendein Graffiti. Ja, irgendeins davon. Manchmal, wenn ich gut gelaunt bin, hauen wir auch einfach dann fünf Graffitis raus, weil wir halt auch noch so viel davon haben und die meinen Platz so ein bisschen belegen. Ja, immer so, wie es halt gerade läuft. Aber diese vier Sachen gibt es immer in den Livestreams. Die Livestream-Zeiten stehen in der Videobeschreibung und ich werde sie auch gucken. Ich werde auch gucken, dass ich sie in diesen angepinnten Kommentar bringe. Ich sage sie aber auch einfach nochmal. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr, ne? Also heute 18 Uhr und morgen 22 Uhr. Wir haben ein Overwatch auf Mirage und ich hoffe, es ist ein gescheites und nicht irgendein Hans-Wurst-Overwatch mit so einem Furz, der sich dreht. Das habe ich jetzt im Vorfeld runtergeladen und ja, falls es jetzt kacke sein sollte, machen wir einfach eine Runde Arms Race und ich werde locker Erster. Locker. Obwohl, ich lade gerade was hoch. Das könnte vom Ping her schwierig werden. Das ist bestimmt ein gescheites. Komm schon, bitte nicht drehen. Sehr gut, er dreht sich nicht, das freut mich. Was macht er da? Oh, das ist aber ein Gauner. Haut er direkt eine Flash raus. Direkt mal, was sagt ihr dazu? Wie waren diese B-Hops? Selbst gemacht, gescriptelt. Warum stehen die Tees? Achso, die haben einen Aufbau gemacht, aber haben keine Smoke geworfen, die Tees. Habt ihr es gesehen? Es ist ganz selten, dass wir mal Spiele im Overwatch sehen von Leuten, die wirklich was aufbauen, beziehungsweise von Teams, die was aufbauen, wo auch Kommunikation dahinter steckt. Meistens wirken die Overwatches ja wie Casual-Spiele, wie auf einem Deathmatch-Server mehr oder weniger. Da wird nie viel gemacht. Wir haben bis jetzt, glaube ich, einmal erst so ein richtiges Aufbauspiel gehabt, wo sie sich wirklich hingestellt haben, Smokes geschmissen haben und ja, halt was Richtiges gemacht haben. Naja, mal gucken, was jetzt, was daraus noch wird. Ich habe eben gedacht, ich würde meine Voice nicht aufnehmen. Ja, wie gesagt, jetzt ist gleich Livestream. Wir werden, wie immer, erstmal zwei Runden Counter-Strike machen und dann wahrscheinlich dieses neue Spiel ausprobieren, dieses Apex Predator irgendwas. Das gibt es im Moment gerade auf Origin, kostenlos. Guckt euch mal an, es wirkt für mich visuell, so wie Titanfall, visuell wie Titanfall und mit Spielmechanik von PUBG oder sowas. Ich weiß es nicht. Also so ungefähr hat das ausgesehen. Ich habe es noch nicht selbst gespielt, nur bis jetzt gesehen. Aber heute werde ich es dann eben auch mal eine Runde zocken. Ist das irgendein Anzeichen dafür, wenn man die Bunny Hop selbst macht, dass man dann sehr stark auf den Boden gucken muss, um sie hinzubekommen, um praktisch zu sehen, wann der Boden kommt? Ihr wisst, dass ich mich mit Bunny Hop so gut wie gar nicht auskenne. Ich habe da noch nie irgendwie Wert drauf gelegt, weil ich es schon immer affig fand. Also so von wegen, oh. Also wenn man sie wirklich selbst macht, ne? Also dieses Bunny Hoppen an sich. Ich meine, das ist nie schlecht. Ja? Das kann einem natürlich in gewissen Situationen auch einen gewissen Vorteil bringen. Aber sonst, ja. Es ist ähnlich auch wie jetzt die... Es ist eine Mini-Debatte draus geworden aus diesem No-Scope-Video, das ich gemacht habe. Da habe ich, glaube ich, das letzte Giveaway vorgestellt, das auf YouTube gerade noch läuft, ne? Die Mortis. Die gibt es, glaube ich, immer noch oder sind die 10 Tage schon rum? Wahrscheinlich sind die fast rum. Auf jeden oder 14 Tage? 10 habe ich gesagt, glaube ich. Auf jeden Fall haben da auch einige gefragt, ja, sollte man überhaupt No-Scopes trainieren, beziehungsweise hat das überhaupt irgendeinen Sinn, ne? Alter, was er treibt, er will unbedingt da jetzt durch. Es wirkt ja dann doch fast so, als wenn er das wirklich machen wollen würde, mit der Hand. Naja. Und ja, ob No-Scopes wichtig sind. Oh, jetzt schießt er sogar seinen Mate. Was ist das für ein Monkulus, Alter? Alles klar. Griefing incoming, Monsieur. Da hat er nicht nur einmal kurz dran geballert, da hat er wirklich gezielt gefistet. Und da habe ich dann gesagt, an sich ist es gar nicht so wichtig. Natürlich kann das einem auch gewisse Vorteile verschaffen, wenn man halt schnell mal jemanden, der auf Midrange angerannt kommt, umklatschen kann über den No-Scope. So wie einem eben auch die Bunny Hops dann kurzzeitig helfen können. Aber ist es sinnvoll, es zu lernen? Naja. Es reicht, glaube ich, vollkommen aus, wenn man ein gutes Movement hat, beziehungsweise mit der AWP scopen kann und so auch mal ein paar Quick-Scopes machen kann und so weiter und so fort.
Sie schmeißen Smokes. Wahnsinn. Wir gucken mal nach den Staderinos. Er hat 25,4. Okay, sie haben einen Bot. Die Gegner sind noch full. Da ist noch kein Bot dabei. Ja, sie haben auch einen, der ein bisschen was macht bei den Bots, bei den Gegnern. Aber der Rest ist jetzt auch nicht so stabil am Start. Der zweite hier bei den Cities, Alpha, ist auch nicht gerade mal unschlecht dabei. Ne? Unschlecht. Ja, er ist auf jeden Fall nicht gerade mal ungut. So. Mit 18 Kills, oder? Also er Bunnyhop ziemlich haarig. Kann man eine gewisse Zahl sagen, ab wie viel Bunnyhops kann man dann zwingend sagen, da muss man eben Other External drücken, ne? Wie viel Bunnyhops kann man als sehr guter Bunnyhopper mit der Hand hinbekommen? Für immer? Ewig viele? Oder nur so 5? Und dann sagt man, der hat 6 gemacht. Könnte schon schwierig werden bei ihm. Du, da bist ja verschissener Bock. Wir gerade eben so, ich habe kurz nach unten geguckt. Also das kann er, Was würdet ihr ihm drücken? Bis jetzt so? Es wurde übrigens auch gefragt, ob ich auch mal ein Deathmatch spielen kann, wo ich nur da mit der Ding rumdödle, mit der Autosnipe. Kann ich auch mal machen. Kann ich gerne mal machen. Ja. Komm, ich erkläre noch ganz kurz was wegen dem Stream. An alle Neuen und auch an alle die halt jetzt zwar schon ein paar Mal dabei waren, aber es noch nicht ganz gerafft haben. Also wenn ihr bei mir im Stream seid, dann erfasst euch ein Bot von mir, der sieht, dass ihr da seid, dass ihr den Stream laufen habt und gibt euch dann alle 5 Minuten 5 Bubble Dollar. Das heißt, ja, ihr bekommt in der Stunde 60 Bubble Dollar, wenn ihr den Stream einfach laufen lasst. Wenn ihr den Stream laufen lasst und dabei seid, also aktiv im Chat schreibt, dann kriegt ihr, glaube ich, das Doppelte oder zumindest irgendein Plus. Ihr habt dann nicht nur 60, sondern halt dann meinetwegen 90 oder sogar 120 Bubble Dollar, wenn ihr aktiv im Chat schreibt. Ich weiß nicht, wie aktiv man sein muss, dass der Bot das sieht, beziehungsweise wie wenig aktiv man sein kann, bis der Bot merkt, man ist inaktiv. Ich nehme an, dass wenn man einmal alle 5 Minuten irgendwas schreibt, dass das dann wahrscheinlich als aktiv zählt. Ich weiß es nicht genau. Ja. Und dann kriegt man einen Plus, wenn man Follower ist. Ich glaube, da kriegt man keinen Plus. Ein großes Plus, die Doppelung bekommt man dann, wenn man Abonnent ist, also auf Twitch. Da gibt es dann halt das Doppelte an Double Dollar nochmal pro Minute obendrauf. Und sonst. Es gibt noch Ränge, die man erreichen kann. Je länger man dabei ist, also je mehr Stunden ihr im Stream sammelt, desto mehr bekommt ihr auch. Also es gibt irgendwann einen Rank, wo ihr halt dann einfach nochmal 0,5 bis 0,9 mehr bekommt. Beziehungsweise anstatt 1, also 100%, halt dann 1,5 oben drauf bekommt zu den normalen Bubble-Dollern. Ja. Soweit, so gut. Sind wir hier langsam durch. Dann passt er. Und es gibt eine Überraschung, die jetzt dann bald starten. Die jetzt dann bald starten wird, da muss ich nur noch ein paar wenige Dinge machen, die ganze Chose letztendlich praktisch ja, bestellen. Und dann gibt es da, oder kann es potenziell für jeden, erstmal nur für jeden Abonnenten was geben, der eben möchte. Wobei das bei uns eigentlich für jeden heißt, wir haben, bei uns ist fast jeder Zuschauer Abonnent. Entweder weil die Leute sich es selbst ja, kaufen, oder weil wir haben auch sehr, sehr viele Leute bei uns, die Abonnements verschenken. Fickbeidel, Alter. Ja, wir haben sehr viele Leute bei uns, die Abonnements verschenken. Und darum ist bei uns eigentlich, wenn man den Chat anschaut, 95% der Leute sind halt Urbanants. Und da wird es da bald eine Möglichkeit geben, da was ganz Besonderes zu erhalten. Ich denke, ich werde es auch ausweiten auf alle, also auch auf Nicht-Abonnenten. Da wird es halt dann einfach ein paar Bubble-Dollar mehr kosten. Ja, aber für die ersten paar Tests mache ich es dann nur bei Abonnenten und ja, und so weiter und so fort. Das wird eine coole Sache. Da freue ich mich schon sehr, dass es nochmal so ein... Man kommt noch mal einen Ticken mehr zusammen, so als Personen. Ja. Soweit so gut, Leute. Jetzt ist Livestream. 18 Uhr, ihr wisst Bescheid. Wahrscheinlich ist es für euch jetzt gerade, wie lange lädt das Video, läuft das Video? 9 Minuten. Dann ist es jetzt bei euch wahrscheinlich gerade 17.54 Uhr. Und ja, um 18 Uhr ist der Livestream. Kommt dran. Vielen Dank für eure Likes. Vielen Dank für eure Kommentare. Unter allen Kommentatierenden, jeder, der hier einen Kommentar drunter verfasst, hinsichtlich des Falls, ist auch nochmal bei einem kleinen Giveaway dabei, irgendwas, also jetzt nichts Großes, ja, aber man kann irgendwas gewinnen, irgendein Blueskin oder sowas, irgendeinen coolen Sticker. Also, Hasselt rein, vielen Dank und bis gleich.